Dieser kleine Querulant hier sorgt bei vielen Usern für Ärgernis. Warum? Er lässt sich nicht in den Monitor-Mode schalten. Könnte man denken. Technikpalast-typisch zeige ich dir in diesem Video, wie es doch funktioniert. Dieses Video ist wie immer in verschiedene Kapitel unterteilt. Möchtet ihr einen Teil nochmal sehen oder schon vorspulen, schaut einfach in die Videobeschreibung rein und dort könnt ihr einfach zum nächsten Kapitel vor- oder zurückspringen. Damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht hier einmal um den WLAN-Stick TP-Link TLWN722N. Das ist dieser hier. Und wer sich den gekauft hat in der Version 2 oder 3, hat das Pech, dass sich der Monitor-Mode nicht einfach so aktivieren lässt. Man muss ihn halt erstmal irgendwie herbeirufen. Und ich zeige dir jetzt einfach mal schnell, wie das Ganze funktioniert. Wir befinden uns hier schon direkt in Kali drin. Und das Erste, was wir machen müssen, ist einmal diesen WLAN-Stick mit eurem Computer zu verbinden oder mit eurem Laptop. Dann hört ihr einen Connected-Sound und könnt schon quasi direkt loslegen. Wenn wir hier nämlich in Kali Linux drin sind, gehen wir einmal oben auf Geräte, auf USB und wählen uns einmal den WLAN-Stick aus. Dann hört ihr so einen Disconnect-Sound. Genau diesen hier. Und jetzt gehen wir einmal auf diesen File und öffnen ein Root-Terminal. Dafür geben wir einmal das Passwort ein. Das ist, wenn ihr nichts geändert habt, ganz normal kleingeschrieben Kali. So, und jetzt schauen wir uns hier einmal an, wenn wir eingeben iwconfig, dann dauert das einen ganz kleinen Moment und er sammelt kurz die Daten. Und wir sehen auch, ob der WLAN-Stick vernünftig hiermit verbunden ist. Falls er es nicht sein sollte, schaut am Ende dieses Videos nochmal das Troubleshooting an. Da zeige ich euch nochmal so ein, zwei Tipps, die ihr durchführen könnt, damit euer WLAN-Stick auch angezeigt und erkannt wird. Wir haben jetzt hier also stehen WLAN 0, das ist unser WLAN-Stick und der Mode ist hier im Moment noch Auto. Um das jetzt zu ändern, brauchen wir nichts weiter zu tun, außer Folgendes einzugeben. apt install realtek minus RTL 8188 EUS und dann ein Sternchen. Jetzt drücken wir einmal Enter und jetzt fragt er uns, ob wir das Ganze installieren möchten, weiterhin durchführen möchten. Ja, wir wollen fortfahren, bestätigen einmal und warten jetzt einen kurzen Moment ab. Das kann ein paar Minuten dauern, also nicht wundern, ich spule dann in der Zeit einmal ein bisschen vor. So, das Ganze ist soweit durchgelaufen, hat jetzt ein paar Minuten gedauert und was wir jetzt machen müssen, ist einmal das Ganze zu rebooten. Wir geben hier also ein Reboot, drücken auf Enter und das Kali Linux Programm startet einmal neu. So, geben wir unser Passwort ein. Nachdem es jetzt neu gestartet ist, gehen wir oben auf den File und öffnen wieder das Root Terminal. Wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir hier einmal auf iwconfig, so wie wir es gerade auch schon gemacht haben. Der WLAN-Stick ist also nochmal verbunden. Falls er nicht verbunden sein sollte, prüft an dieser Stelle nochmal hier unter Geräte und USB, ob hier der Haken vielleicht jetzt schon nicht mehr da ist und dann verbindet nochmal neu und dann startet nochmal iwconfig. Und jetzt starten wir einmal den Monitor-Mode, indem wir hier eingeben rmon-ng start WLAN 0 mode monitor. Und jetzt sehen wir hier monitor mode enabled, also ist es quasi aktiviert. Jetzt gehen wir hier nochmal auf iwconfig. So, und schon sehen wir, WLAN 0 hat den Mode Monitor. Das war's. Wenn ihr jetzt irgendwelche Netze suchen möchtet, ich kann das Ganze hier nochmal im Groß machen, so.
dann empfiehlt es sich immer vorher, irgendwelche Prozesse im Hintergrund zu killen. Also Prozesse, die im Hintergrund laufen, zu killen. Das macht ihr mit ermon-ng check kill. Und dann werden Prozesse, die im Hintergrund laufen, einmal abgewürgt. Seht ihr hier, diese Prozesse wurden jetzt abgewürgt. Da gab es nämlich vorhin auch schon diesen Hinweis. Hier, der hat zwei Prozesse gefunden, die für ein bisschen Trouble sorgen könnten. Und deswegen haben wir die jetzt hiermit gekillt. Und ich clear das einmal. Das Ganze funktioniert natürlich auch wirklich. Ich zeige euch das einmal hier anhand von aerodump-ng WLAN 0. Und da seht ihr, dass das Ganze einwandfrei funktioniert. Das war's. So schnell habt ihr den Monitor Mode bei dem neuen TP-Link Version 2 und 3 aktiviert. Kommen wir jetzt zu ein wenig Troubleshooting. Denn sollte es bei euch sein, dass der WLAN-Stick gar nicht erst auftaucht, möchte ich euch jetzt ein paar Tipps geben und allgemein auch mal kurz was dazu sagen. Hierbei handelt es sich um den WLAN-Stick Version 3.2.0, also Version 3. Version 2 und 3 sind ziemlich identisch. Bei beiden müsste das so, wie es hier jetzt gemacht worden und gezeigt worden ist, funktionieren. Bei Version 3 auf jeden Fall. Version 1 ist nochmal separat und dort sollte der Monitor-Mode einfach so zu aktivieren sein, ohne dass wir vorher noch irgendwas hier großartig machen müssen. Das Problem ist nur, dass dieser alte Chipsatz nicht mehr hergestellt wird, sondern nur noch der neue, also Version 2 und 3, nur noch verkauft und vertrieben werden. So auch meiner, den ich bei Amazon gekauft habe. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das ist genau der, den ich geholt habe. Meiner ist Version 3.2.0. Die Versionsnummer steht auf der Rückseite. Um das Ganze abzukürzen, könnt ihr natürlich auch einfach einen WLAN-Stick nehmen mit folgenden Chips drauf oder die auf folgenden Chips basieren. Diese funktionieren in der Regel auch einwandfrei so, um in den Monitor-Mode geschaltet zu werden. Dort müsst ihr jetzt nicht irgendwelche Umwege durchführen. Wenn euer Stick nicht erkannt werden sollte, müsst ihr überhaupt erstmal überprüfen, ob der von Windows erkannt wird. Das heißt, ganz normal unter Windows, wenn das läuft, reinstecken und gucken, tut sich da was, kommt da ein Geräusch, wird da irgendwas installiert oder nicht und könnt ihr damit ein WLAN-Netz aufbauen. Ist das nicht der Fall, solltet ihr einen neuen WLAN-Treiber runterladen. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung, habe ich euch verlinkt. Da könnt ihr direkt die neueste Version für an Treibern für Version 3 und sowas alles raussuchen für euer System, was ihr braucht, gar kein Problem. Installiert das und dann seid ihr bei dem Treiber auf der sicheren Seite. Ist auch schön, wenn man Treiber sagt. Ne? Wenn man so viel Englisch, Denglisch hat, dann ist es auch irgendwann, heißt es einfach Driver. Jedenfalls solltet ihr da sicherstellen, dass das Ganze treibermäßig aktuell ist und auch einwandfrei so funktioniert. Dann gibt es noch diese Geschichte mit diesem WLAN 0 Mon. Da müsst ihr auch einmal gucken. Dieses Mon steht ja für Monitor und auch das wird nur bei Version 1 angezeigt. Hier wurde es nicht angezeigt, wird auch nicht. Bei Version 2 und 3 wird dieses Mon nicht mehr angezeigt, wenn ihr euch im Monitor-Mode befindet. Dafür haben wir ja gerade die Anzeige gehabt, Mode Monitor. Man konnte es sehen, es war im Monitor-Modus. Das nochmal kurz zur Erklärung dazu. Und falls ihr den Treiber installiert haben solltet und hier das im Programm startet und ihr auch ganz normal ins Terminal reingeht, also es muss noch nicht mal der Root-Terminal sein oder das Root-Terminal, und ihr gebt ein iwconfig, dann sollte er ja hier erscheinen unter WLAN 0. Es kann auch sein, dass das WLAN 1 heißt bei euch oder WLAN 2. Es kann auch sein. Und sollte der dort die ganze Zeit nicht erscheinen, dann versucht einfach mal das ganze Programm hier zu deinstallieren und zu neu zu installieren. Wie ihr das installiert, habe ich euch im vorherigen Video schon gezeigt. Ihr könnt dann hier einfach das Ganze einmal Shutdown machen, also komplett runterfahren, den Stick abziehen. So, dann öffnet ihr hier die Virtual Box, geht hier auf Kali Linux, das Programm, was ihr ausgewählt habt, geht einmal auf Rechtsklick drauf, geht hier auf Entfernen, alle Dateien löschen und dann seid ihr hier wieder bei Werkzeuge, geht auf Importieren und installiert das Ganze noch einmal. Geht wieder auf Downloads, dort wo wir das quasi schon heruntergeladen haben, geht auf Weiter, Importieren, Zustimmen und installiert das Ganze nochmal neu und schaut dann als allererstes, ohne irgendwas anderes zu machen, bei iwconfig nach, ob euer WLAN-Stick erkannt wird. Wenn ihr das erste Mal startet, Linux, und dann diese Box startet, also dieses Eingabefenster, und das allererste Mal das eingibt, also
IW-Config, dann kann das einen kurzen Moment dauern, bis da was kommt. Also nicht nervös werden, es kann auch mal so 1 oder 2 Minuten dauern, aber dann sollte auf jeden Fall was angezeigt werden. Das war es jetzt von mir. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und gefallen. Falls ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.